Leute, wir sind zurück mit einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Mega mäßig, dass ihr wieder mit am Start seid. In der letzten Folge haben wir den DLC, das Vermächtnis der ersten Klinge, abgeschlossen. Und eigentlich wollten wir uns ja heute um den Atlantis-DLC kümmern. Aber die letzte vergessene Geschichte, die letzte ABM-Maßnahme ist erschienen und die ziehe ich natürlich jetzt einfach hier dazwischen durch. Hier vorne ist unsere Auftraggeberin, wir kennen sie und hören uns jetzt einfach mal an, was sie von uns möchte. Kaum die Frau verloren, schon machen wir weiter. Kein Problem. Du hast schon immer besser gekämpft als gesungen. Und du bist noch immer so schön wie damals. Die Hälfte der Zeit war ich schlammverschmiert. Auch jetzt noch. Das bringt das Leben als Bäuerin wohl mit sich. Ich habe deine Nachricht bekommen. Woher wusstest du, dass ich in Arkadien war? Alle jagen dem Söldling mit dem zerbrochenen Speer und dem Adler nach. Also bin ich auch auf eine kleine Jagd gegangen. Ganz gleich, wo ich mich auf Kefalinia versteckt habe. Du warst die Einzige, die mich immer finden konnte. Weil du so schrecklich schlecht beim Verstecken warst. Wir kennen keine Skrupel, oder? Die machen wir lang. Vielleicht hast du mich nur gefunden, weil ich das wollte. Wir wissen beide, dass ich besser beim Verstecken war. Ich beweise es dir. Du bleibst hier, machst die Augen zu und zählst bis 10. Dann suchst du mich. Du machst Witze. Komm, es wird wie in den guten alten Zeiten. Aber kein Schummeln mit Ikaros. Los, mach die Augen zu. En, Hyo, Ris, Tetara, Pente, Hex, Epta, Okto, Enea, Deka. Bereit oder nicht? Ich komme! Sieht so aus, als dürften wir Ikaros nicht verwenden. Ich probier's trotzdem. Da hat mir leider nichts angezeigt. Komm. Wir sind ein ehrenhafter Spieler. Wo ist sie geblieben? Wo würde ich mich verstecken? Die ist mit Sicherheit hier in dem Feld drin. Was nennst du verstecken? Du bist besser im Spurenlesen geworden. War reines Glück. Es ist ewig her, dass wir uns gesehen haben. Ich konnte es nicht erwarten, dich wiederzusehen. Wann bist du denn so liebreizend geworden? Seit ich deine Nachricht erhielt. Oh, es ist wunderbar mit dir. Ich will alles über dein Leben erfahren. Erzähl ab dem Moment, als ich weggegangen bin. Und ich will mehr über deins erfahren. Bei meiner Geschichte würdest du einschlafen. Komm, gehen wir zum Strand. Lass uns so reden wie früher in Sami. Ob die wirklich alles erfahren will über uns? Ich wage es zu bezweifeln. Los! Boah, die hat aber einen flotten Zahn. Da muss ich schummeln. Ich nehme die Abkürzung. Alles klar, nicht unser Problem. Wo lang? Rechts lang. Ja, doof, wenn man den Weg nicht kennt. Scheint eine alte Freundin zu sein. Ich erinnere mich jetzt eigentlich nicht, mit ihr schon mal gesprochen zu haben. Muss also vor unserer gemeinsamen Geschichte begonnen haben, als sie Kinder waren. Oder hatten wir die im Laufe der Story irgendwo schon mal getroffen? Dass ich mich erinnere. Aber es ist doch schon so lange her. Ich meine, über 200 Folgen. Und jede mindestens eine halbe Stunde. Obwohl nicht alle. Ich glaube, zwei, drei waren auch dabei, die weniger waren. Vielleicht vier oder fünf. Aber so im guten Durchschnitt
würde ich sagen, so 30 Minuten pro Folge. Wie viele Stunden da zusammenkommen. Absolut Wahnsinn. Und wir sind ja noch nicht am Ende. Atlantis will ja noch gerettet werden. Ich freue mich schon auf den Cerberus. So viel weiß ich, dass wir gegen ihn antreten müssen. Aber mehr weiß ich auch wirklich nicht. Mein Gott, wie weit ist es denn hier? Das meine ich mit ABM, Freunde. Dein Leben klingt so aufregend. Aber es gibt etwas Wichtiges, was ich wissen muss. Kannst du immer noch die Luft anhalten? Die Luft? Auf Kefalenia konntest du immer weiter schwimmen und tiefer tauchen als alle anderen. Du hast mir immer die schönsten Schätze aus dem Meer gebracht. Warte hier. Was soll ich hier denn holen? Eine Muschel? Ja, Tatsache, eine Muschel. Nichts leichter wie das. So, da ist auch schon der Hai da vorne. Und da ist auch schon sein Kumpel. Es wird sich nie ändern. Ich werde sie nie treffen. Da ist der große Buddy. Oh, jetzt muss ich hier die Muschel suchen. Dabei weiß ich doch, wo die Muschel versteckt ist, die ich eigentlich will. Die ist nicht im Wasser. Alter, das habe ich ja noch nie gesehen. Boah, komm, 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 komm. Ich komm ran. Oh, nee. Ich muss erst den Hai töten. Sonst werde ich hier aufgemampft. Habe ich keinen Bock drauf. Wo ist er? Ah. Ich wollte ihn eigentlich mit Icarus markieren. Ja, und ich treffe natürlich nicht. Und schon wieder so ein Dreckshai. Sein Kumpel. Komm her. Warum wir den Bogen nicht verwenden können, verstehe ich gar nicht. Der nervt. Delfin, mein Freund. Helf mir. Wo ist der Hai? Wo ist er? Da. Ich kann nicht in Ruhe suchen, wenn ich hier kurz dran bin, angeknabbert zu werden. Halt still. Oh, komm schon. Ein Granatwerfer, das wär's. Ich bin nicht im Untersuchungsgebiet. So, jetzt gib mir doch die Muschel. Es zögert doch hier alles nur. Ach, das ist die Muschel. Ja, nee, läuft. Kein Problem. Stand da nicht gerade Untersuchungsgebiet? Normalerweise kann Icarus doch dann die Artefakte und egal was wir einsammeln, auch sofort lokalisieren. Das Spiel überrascht mich immer noch nach über 200 Folgen. Alright. Wir haben die Muschel, um Zugang zur Muschel zu bekommen. Du kommst auch mit? Ja, hier lang. Du warst so lange unter Wasser. Ich habe mir Sorgen gemacht. Baby, ich habe einen Speer. So kann ich so lange tauchen, wie ich will. Ich wollte erst auftauchen, wenn ich das perfekte Geschenk gefunden habe. Es ist wunderschön. Du wärmst mein Herz wie die Morgensonne. Kann das sein, dass das vielleicht unsere erste Liebe war?
Komm, wir hauen hier richtig ein auf die Kacke. Für dein Lächeln würde ich alles tun. Der hat gesessen. Ha! Bam! Haben wir es drauf? Ey, so schlecht war ich doch gar nicht. War es so schlimm? Anaïs, was ist los? Dich zu sehen, gemeinsam zu spielen und zu lachen wie in alten Zeiten. Es gibt etwas, was ich dir verschwiegen habe. Ich bin verheiratet. Und? Verstehe. Ich hätte es dir früher sagen sollen. Verzeih, komm zu meinem Haus, ich erkläre dir alles. Wir wurden benutzt. Dreckig benutzt. Geil. Dann nehmen wir das Pferd. Wo soll ich hin? Och, ey. Ja, sicher. 1000 Meter. Na klar. Und wir haben das langsamste Pferd aller Zeiten. Obwohl wir jetzt wieder Gas machen können. Nun gut. Was könnte passiert sein? Ihr Mann wird vermisst. Sie wird geschlagen. Ach du Scheiße, was war denn das? Die Terror-Eber sind wieder los. Ich erzähle meinen Zuschauern was und dann werde ich angegriffen. Danke, Bro. Mach doch die Augen. Ja, jetzt kommt auch noch. Was hat denn die verfickte Natur gegen mich hier auf einmal? Der will auf den Rücken springen. Boah, ich dreh durch. Ja, genau. Jetzt hau den Eber weg. Die Dreckskatze auch. Wie jetzt? Noch eine? Boah, lass mich doch in Ruhe. Was war das hier? Nicht mein Problem. Da willst du nur von A nach B reiten und wirst direkt aufgefressen. Boah, noch ein Eber. Kruzifix. Nun gut, den Stress haben wir hinter uns. Ey, was ist denn hier los? Haben die Tiere hier die Macht übernommen? Ja, sicher. Die greifen mich auch noch an. Ihr auch, ja? Ich dachte schon. Die Natur schlägt zurück. Naja, okay. Also, zurück zum Thema. Was kann passiert sein? Wahrscheinlich ist er tot. Oder er ist vermisst. Gefangen genommen. Und eigentlich hat sie schon abgeschlossen. Und... ja, war Emergency Horny auf unserem Penis und hat gesagt, okay, Alexios, bügel mich weg. Und dann kriege ich ein schlechtes Gewissen. Und befreie doch meinen Ehemann übrigens und dann machen wir einen Dreier. Irgendwie sowas. Oh, schön, dass du da bist. Also, du bist verheiratet. Warum hast du mir das nicht früher erzählt? Dich wiederzusehen brachte so viele schöne Erinnerungen zurück, dass ich der Realität so lange wie möglich entfliehen wollte. Das Leben ist hart, seit Antos fort ist. Wo ist er hin? Als der Krieg begann, sollte er auf Seiten der Spartaner in die Schlacht ziehen. Er starb im Kampf, sodass ich den Hof allein führen und unseren Sohn großziehen musste. Du hast einen Sohn? Arion. Ich würde dich ihm gern vorstellen, aber er ist mal wieder weggelaufen. Warum suchen wir nicht nach ihm? Er geht immer in die gleiche Höhle. Dort übt er immer zu, ein großer Krieger zu sein. Ich verstehe die Problematik jetzt hier eigentlich nicht. Ich meine, der Mann ist tot. Das heißt doch, bis dass der Tod uns scheidet. What the fuck? Los geht's, oder? Ich habe noch keinen Jungen getroffen, der nicht gern der nächste Achilleus wäre. Ja, natürlich. Du bringst mich auf eine Idee. Du könntest mit ihm sprechen. Ach, könnte ich?
Die Götter wissen, dass er nicht auf seine langweilige Mutter hört. Aber du hast dem Tod ins Auge geblickt. Vielleicht kannst du ihn überzeugen, mir auf dem Hof zu helfen, statt zu kämpfen. Na schön. Ich spreche mit deinem Sohn. Vielen Dank. Dann machst du aber den Bock zum Gärtner. Wie soll ich mich denn vorstellen, ohne dem Jungen Angst zu machen? Sag ihm, dass du ein Freund seiner Mutter aus Kefalenia bist. Der mit dem Adler. Die Geschichten, die ich ihm über dich erzählt habe, waren immer seine Liebsten. Hört sich ungefähr so an. Hey, Bro, ich bin's, Alexios. Ein alter Freund deiner Mama. Die habe ich übrigens gerade vollends weggeflext. Und wie wär's? Willst du nicht ein bisschen auf dem Bauernhof helfen? Dann flex ich deine Mama nochmal. Kein Ding. Gibt es etwas über seinen Vater, das ich wissen sollte, damit ich leichter eine Verbindung zu ihm aufbauen kann? Dantos brach sich bei der Feldarbeit einen Finger, der schief verheilte. Als Arion danach fragte, erzählte mein Mann ihm, er wäre als Säugling so stark gewesen, dass er den Finger einfach hatte packen und wie ein Zweig durchbrechen können. So merkten wir angeblich, dass Herakles ihn gesegnet hatte. Also habt ihr ihn schön verarscht. Ich gehe Arion suchen. Mein Mann nahm ihn auf die Jagd in die Höhle mit. Sie verbrachten ganze Nächte dort. Jetzt haben sich Wölfe dort eingenistet. Warte, hast du gerade Wölfe gesagt? Ja, ich bin krank vor Sorge. Er nennt sie seine Freunde und sie scheinen den Jungen tatsächlich zu beschützen. Bitte tu ihnen nichts, Alexios. Arion wäre am Boden zerstört. Mowgli! Wir sollen Mowgli finden. Ja, das hätte mir doch einer sagen müssen. Und 1000 Meter in die Richtung. Können wir da irgendwie die Schnellreise nutzen? Wir können. Da haben wir ihn. Eingang der Höhle. Hier. Nun gut, wenn die Wölfe mich nicht angreifen, dann werde ich die auch nicht töten. Aber was soll ich denn machen, wenn die mir einen Arsch beißen wollen? Ich kann dann ja nicht wegrennen. Ich meine, ich könnte schon. Wo ist denn jetzt hier? Du. Hallöchen. Wenn sie mich nicht angreifen, greife ich sie nicht an. Mein Reden. Kriege aus. Und du musst Arion sein. Ich bin hier, um dich zurückzubringen. Warum sollte ich dir vertrauen, hm? Deine Mutter und ich waren früher auf Kefalenia unzertrennlich. Kefalenia? Wir haben uns auf die Märkte geschlichen und so viel Käse und Brot geschnappt, wie wir tragen konnten. Mein Adler Ikaros hat aufgepasst und warnte uns, wenn jemand kam. Du bist Alexios, der Adlermann. Wow. Ja, deine Mutter hat mir die wichtige Aufgabe anvertraut, dich durch diesen gefährlichen Wald nach Hause zu bringen. Aber ich will nicht gehen. Ich weiß, dass du herkommst, um deinem Vater nahe zu sein. Du weißt gar nichts über meinen Pater. Ich weiß, dass du ihm als Säugling mit der Kraft des Herakles den Finger gebrochen hast. Die Finger von Pater waren so groß und rau. Deshalb übe ich hier in der Höhle, damit meine Hände genauso stark werden wie seine. Ich verstehe, ja. Aber erst müssen wir aus dieser Höhle raus. Die Wölfe kriegen langsam Hunger. Sie würden mich niemals fressen. Sie sind meine Freunde. Ja, deine Freunde. Weißt du was? Verschwinden wir von hier. Deine Mutter vermisst dich sehr. Wenn ich mitkomme, kannst du mir beibringen, ein mächtiger Krieger zu sein? Wir werden sehen.
Und jetzt komm. Kommst du mit? Alright. Das Pferd geht schneller. Komm rauf. Och, echt jetzt. Er kommt nicht drauf. Na dann. Gehen wir zu Fuß. Eine Schnellreise gibt es da ja eh nicht in der Nähe. Also gucke ich das gar nicht. Und wahrscheinlich wird er mir dann gar nicht folgen. Aber er ist flott unterwegs. Mit seinem kleinen Beinchen. Nee, ist schön hier. Ist wirklich schön hier. Die Höhle hätte auch 600 Meter näher dran sein können. Aber was tut man nicht alles für eine alte Freundin? Jetzt rennen wir einmal um den Berg. Ich muss auf jeden Fall mit ihr sprechen, dass ich nicht das Sorgerecht übernehmen will. Ich habe meinen eigenen Lütten. Elpidie. Was wohl aus ihm geworden ist? Ich meine, ich bin jetzt nicht so sattelfest in der Geschichte von Assassin's Creed. Aber gibt es einen Assassin, den ihr kennt, der Elpidie heißt? Habe ich da eine Wissenslücke? Gibt es einen legendären Assassine? Ich meine, Darius ist ja ein legendärer oder Arya auch. Aber Elpidie? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich meine nicht. Finger weg vom Jungen. Ich habe gedacht, die Wölfe sind deine Freunde. Aber die nicht, ne? Das ist ein anderes Rudel. Ich verstehe. Fast da. Zack, hier rüber. Na komm schon, Kleiner. Also wenn das keine tote Zeit ist, dann weiß ich auch nicht. Ehrlich. Was seid ihr beiden, ja? Du musstest mir niemanden nachschicken, Martha. Ich kann schon ganz gut auf mich selbst aufpassen. Ich weiß, das kannst du, mein Schatz. Du hast ihm von mir erzählt, Martha. Er wusste ganz viel. Das habe ich. Er wollte alles über dich wissen, damit du keine Angst vor ihm hast. Ich hatte keine Angst. Ich war tapfer. Danke, dass du ihn nach Hause gebracht hast. Gerne. Warum lächelst du denn so? Ich dachte gerade darüber nach, wie ich mich dafür revanchieren kann, dass du Arion nach Hause gebracht hast. Da fällt mir was ein. Das ist geil. Das eine oder andere ein. Nenne deinen Preis, Söldling. Wir machen hier richtig einen auf Superschnulze, ne? Ich will deine Küsse. Wir haben so viel verlorene Zeit wieder aufzuholen. Dann braucht es wirklich viele Küsse. Fangen wir lieber gleich an. Ah, wir haben es drauf. Oh. Der Kleine ist in der Hütte und ich flex die Mutter weg. Hatte ich ihm gesagt. Du hast einen Teil von mir wiedererweckt, den ich verloren glaubte. Ich weiß, dass du schon so viel für mich getan hast, aber... Vielleicht kannst du noch eine Kleinigkeit tun.
Ich weiß nicht, ob ich aufstehen kann. Arion will ein mächtiger Krieger sein. Aber ich kann nicht noch mehr von meiner Familie im Krieg verlieren. Wenn Arion das Kämpfen lernt, kann er dich und den Hof beschützen. Ich kann diesen Hof nicht allein bewirtschaften. Auf mich hört er nicht, aber zu dir schaut er auf. Ich sehe es in seinen Augen. Ich spreche mit ihm. Aber ich glaube nicht, dass er mich so sehr schätzt wie du. Bilde dir nichts ein. Zeig ihm einfach, wie man Pflanzen aussät, altes Gras verbrennt und ein paar Hühner schlachtet. Bei dir wird es ihm spannender vorkommen. Ich wollte nicht das Sorgerecht. Ich habe das Gefühl, die manipuliert uns. So wie es Frauen immer mit Männern machen, wenn sie etwas wollen. Hallo, Arion. Hallo. Was ist los? Ich vermisse meinen Pater. Möchtest du reden? Nein. Na gut, du musst nichts sagen. Aber du kannst zuhören, wenn du willst. Von mir aus? Ich habe meinen Vater verloren, als ich klein war. Ich bin weit, weit weggelaufen. Mein einziger Freund auf der ganzen Welt war Ikaros. Eines Tages warf ein Idiot einen Stein und brach ihm den Flügel. Was hast du getan? Ich habe ihm hiermit die Finger abgeschnitten. Der Speer von Leonidas? Darf ich ihn halten? Kannst du. Aber erst musst du mir einen Gefallen tun. Deine Mutter braucht dich. Wirst du mir beibringen, ein mächtiger Krieger zu sein? Wenn du ein mächtiger Krieger werden möchtest, dann solltest du auf jeden Fall erstmal an deinen kleinen Fäden arbeiten, die aus deinem T-Shirt raushängen, die man bei dir Arme nennt. Eigentlich müsste ich das machen, aber ich will seine Mutter. Deine Mutter möchte, dass du ein Bauer wirst. Und genau das werde ich dir beibringen. Aber Landwirtschaft ist langweilig. Ich will ein Krieger werden, wie du. Immer wenn ich die Sonne aufgehen sehe, weiß ich nicht, ob ich auch die Nacht erleben werde. Wenn ich meine Lieben zurücklasse, dann in der Gewissheit, dass ich sie vielleicht nie wiedersehe. Willst du wirklich so ein Leben führen? Gut, dann folge mir. Hast du schon mal von dem Dichter Hesiodos gehört? Nein. Ich kenne Homeros und Achilleus, Hektor, Odysseus und das riesige Pferd. Studiere Homeros, wenn du wissen willst, wie man Menschen unter die Erde bringt. Aber studiere Hesiodos, wenn du wissen willst, wie man etwas aus ihr wachsen lässt. Langweilig. Gehen wir ernten. Alexios der Bauer. Jetzt fackeln wir ein paar Büsche ab. Warum? Weil wir es können. Leben wachsen kann, muss das Alte ihm weichen. Warum? Weil die Büsche die Erde ersticken. Und ich kann keine Fackel nehmen. So, jetzt geht's. Wachsen kann. Warum? Ach Junge, nerv nicht. Warum? Zu fünf? Jetzt zeige ich dir, wie man einen Huhn tötet. Ich will nicht. Ich mag Hühner. Wenn du deine Familie ernähren willst, wirst du dafür ein paar Hühner opfern müssen. Du musst sie nicht heute töten, aber sieh genau zu, wie ich es mache. Sauber und präzise. Ich meine, er will Krieger werden, ne? Aber nein, er möchte kein Huhn töten. Sauber und präzise. Ungefähr so. Hast du es gesehen? Was ist mit dem geschehen, dessen Finger du abgeschnitten hast? Er lief los und holte seine Brüder. Sie schlugen mich fies zusammen. Hattest du denn keine Freunde, die dich beschützt haben? Erst als sich dieses kleine Mädchen zwischen mich und diese Jungen stellte und ihn mit dem Zorn des Ares entgegenbrüllte, mich in Ruhe zu lassen, ließen sie von mir ab. Im Ernst? Ein Mädchen? Wer? Dieses Mädchen war ich. Martha. Alexios hat mir beigebracht, wie man ein Bauer wird. Aber du könntest mich lehren, tapfer zu sein. Eines Tages vielleicht. Ja, er hat mir von Hesiodos erzählt. Er hat mir beigebracht, das Alte zu verbrennen, weil es das Neue erstickt. Und dann hat er eine ganze Schar Hühner abgemurkst. Einfach so. Klingt, als wärt ihr heute fleißig gewesen. Dein Junge lernt schnell. Danke. Das bedeutet mir unendlich viel. So,
Nächste Runde flexen? Schauen wir mal. Es ist schön, dass du hier bist, Alexios. Aber ich fühle mich ein bisschen schuldig. Wir waren so viele Jahre lang getrennt und du verbringst die meiste Zeit mit Arion. Stehlen wir uns doch von allem davon. Nur wir beide. Es gibt einen Markt in Tegea, auf dem ich schon ewig nicht mehr gewesen bin. Es gibt Essen und Wein und Musik. Ich möchte dich warnen. Jede Frau, die sich irgendwie mit mir eingelassen hat, wo ich so ein wenig Herz für hatte, ist, glaube ich, unglücklich geworden oder draufgegangen. Aber okay, gehen wir einkaufen. Ein Abend nur für uns klingt wunderbar. Aber was ist mit Arion? Mach dir keine Sorgen um ihn. Sorge dich nur darum, mich in Tegea zu treffen. Ich sollte von unserem gemeinsamen Abend herausfinden, was er nicht so mag. Halt. Doch hier drin. Wie komme ich jetzt hier rein? Nehmen wir doch einfach mal diesen Eingang. Hier bewahrt Anaïs also ihren Wein auf. Ja, riecht stark. Mir wird ja allein schon vom Geruch schwindelig. Anaïs hat hier einen Olivenvorrat für ein ganzes Leben. Was fehlt noch? Was fehlt noch? Moment. Ja, ein Karren vielleicht? Anaïs erwähnte nicht, dass sie Honig gemacht hat. Was ist das hier hinten? Nichts. Kannst du mir was sagen? Dann nicht. Abkürzung. Wo bist du? Im Moment ist das alles noch viel zu schön, um wahr zu sein. Wahrscheinlich ist der Mann gar nicht gestorben. Im Krieg. Ich meine, es ist einfach nur so ein Bauchgefühl, aber irgendwie stinkt die Sache. Uns etwas zu essen und zu trinken, ja? Die Händler haben die köstlichste Auswahl. Und heute Abend überlasse ich alle Entscheidungen dir. Ich darf entscheiden. Sehr schön. Weißt du noch, wie wir immer Essen auf den Märkten von Kefalenia gestohlen haben? Wir könnten auch hier was stehlen. Um der alten Zeiten willen. Ich bin schon dabei. Immer nur Ärger im Sinn. Nice hier. Ne, ernsthaft. Also, könnten mir auch im wirklichen Leben gefallen. Sieht echt romantisch aus und echt einladend. Also hätte ich Bock drauf, würde ich auch hingehen. Willkommen, meine Lieben. Ich habe eine wunderbare Auswahl an Weinen für dich und diese liebreizende Dame. Nur die feinsten Trauben aus den besten Lagen. Mögt ihr eure Weine trocken, lieblich oder schwer? Du hast die ganze Welt bereist. Du musst die besten Weine kennen. Diese Frau ist eine alleinstehende Mutter, die einen eigenen Hof leitet. Sie mag ihren Wein schwer. Du kennst mich so gut. Schwerer Wein ist der beste Wein. Ist ja nicht so, als hätte ich dich nicht bespitzelt. Oh, verdammt, was war das Nächste? Ich hatte ein Kopfgeld? Gut zu wissen. Alles riecht so lecker. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Das hat diese Oliven und Honig, ne? Riecht ihr das? Das ist das leckerste Essen in ganz Tegea. Verratet mir, was darf es sein?
Wir haben Lammkeule mit Reis und Oliven, Brathähnchen mit frischem Gemüse und Ziegenschmortopf. Entscheidungen, Entscheidungen. Tja, Baby, Lamm mit Oliven. Auf jeden Fall. Wir nehmen das Lamm mit Oliven, bitte. Ich liebe Oliven. Oh yeah. Ich werde dieses Mal verschlingen. Und danach verschlinge ich dich. Und jetzt noch einen süßen Dessert mit Honig. Gott sei Dank kann man den auch anderweitig einsetzen. Kann das sein, dass das hier eine echt sexuell geladene Folge ist? Ach ja. Oh, ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich das gebraucht habe. Auch dieser Kommentar schon wieder. Eindeutig zweideutig. Gehst du mit mir jetzt hier hinter? Nein, keine Zeit für Krieg. Ich habe meinen persönlichen hier gerade. Ich weiß gar nicht, warum Alexios sich noch so anstrengt. Er hat sie ja schon weggehämmert. Einmal bitte den Honig zum Mitnehmen to go. Willkommen, willkommen. Wenn du eine Naschkatze bist, dann habe ich süße Leckereien für dich. Was darf es sein? Traubenpudding mit Walnüssen? Frische Erdbeeren mit Sahne? Oder mit Honig beträufelte Bratbirnen? Triff eine kluge Wahl. Ich liebe Süßes. Wir nehmen die Bratbirnen mit Honigglasur. Also, ich würde alles essen. Die Birnen klingen köstlich. Homeros nannte sie Geschenke der Götter. Aber es ist der Honig, der sie erst richtig göttlich macht. Volle Punktzahl. Der Abend war wunderbar. Du wusstest genau, wonach mir der Sinn steht. Und nun verrate mir doch, was du willst, ja? Lass es mir dir zeigen. Arion, was ist los? Ihr Götter, was ist dir zugestoßen? Banditen! Sie kamen und nahmen sich alles. Ich habe versucht, das Haus zu beschützen. Aber sie waren einfach viel zu groß. Du hättest nicht versuchen sollen, gegen sie zu kämpfen. Alles, was sie mitnehmen, lässt sich ersetzen. Aber dich kann ich nicht ersetzen. Das wäre nicht geschehen, wenn du mich zum Kriege ausgebildet hättest. Er wird schon wieder. Es sind nur ein paar Kratzer. Du hast recht. Er ist jetzt sicher und das ist, was zählt. Alexios, es gibt etwas, was ich dir sagen muss. Natürlich. Was wäre? Weil du hier bist, empfinde ich das erste Mal seit dem Tod meines Mannes wieder Freude. Ich hatte gehofft, dass du noch der gleiche wärst, den ich auf Kefalenia liebte. Dass hier ein Platz für dich wäre, wenn du auch so empfindest. Anais. Der Umstand, dass du auf mich gehört und Arion nicht beigebracht hast, wie man kämpft, beweist mir, dass ich dir vertrauen kann. Es wäre wunderbar, wenn du bei uns bliebest. Einmal noch flexen. Ich liebe dich, Anais. Ich habe dich immer geliebt. Aber... Ich weiß, ich weiß. Du hast es schon immer gehasst, an einem Ort bleiben zu müssen. Du konntest es nicht erwarten, Kefalenia zu verlassen. Du warst mir das Liebste auf der Insel. Aber es wird Zeit für mich zu gehen. Ich verstehe. Du sollst nur wissen, dass du hier immer mit offenen Armen empfangen wirst, wenn du in Arkadien bist. Badass, sag ich dazu nur. Aber sie wusste, worauf sie sich einlässt. Schließlich kennt sie mich. Alright, sieht so aus, als wäre das die vergessene Geschichte gewesen. Schau nochmal zur Sicherheit halber nach. Jupp, das war es mit der Geschichte. Was haben wir hier noch mitgenommen? Ein Brustpanzer, den keiner braucht. Na dann, Freunde, würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Wir haben eine alte Liebe getroffen, jede Menge Spaß gehabt, aber einen reisenden Wolf kann man nun mal nicht aufhalten. Und wir müssen weiterreisen zur nächsten DLC-Mission, und zwar nach Atlantis. Und das tun wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mir doch noch eine Bewertung da. Würde mich wie immer sehr freuen. Vaya con Dios. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.